Cora kann keinen klaren Gedanken fassen. Mehr als das. Die beiden Männer, denen sie am meisten in ihrem Leben vertraut hat, sind womöglich schuldig. Obwohl sie ihrem Freund Henrik und auch ihrem Ex-Mann Steffen vertraut, kann sie beide nicht als Täter ausschließen. Rechtsanwältin Helga Nachtigall besucht ihre Mandantin am nächsten Morgen, um mit ihr das weitere Vorgehen zu besprechen. Doch plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Frau Schadow, schönen guten Tag. Thalbach, mein Name ist mein Kollege Behrendt. Hallo. Ja, richtig. Und zwar, wir sind hier wegen der Strafanzeige, wegen des Missbrauchs Ihrer Tochter. Und da würden wir uns ganz gerne mal hier in den Räumlichkeiten umsehen, beziehungsweise in dem Raum, wenn Ihr Lebensgefährte einen eigenen hat. Ja, hat er, aber... Wir haben hier auch einen Durchsuchungsbeschluss. Okay, dürfen die das denn? Ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist reine Routinearbeit und das entlastet ja Ihren Lebensgefährten, wenn da nichts gefunden wird. Genau, wo befindet sich denn der Raum? Okay, das habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Hier durch, das ist das Arbeitszimmer. Gut, dann gehe ich da mal rein. Wo finde ich da ein Schlafzimmer? Wenn Sie hier gerade aus dem Flur lang gehen. Cora ist die Wohnungsdurchsuchung sehr unangenehm. Sie fühlt sich machtlos und hofft, dass ihr Lebensgefährte tatsächlich nichts mit dem mutmaßlichen Missbrauch an ihrer Tochter zu tun hat. Die 34-Jährige ist froh, dass ihr Anwältin Helga Nachtigall beisteht. Sagen Sie, Frau Schadow, ist denn der Laptop von Ihrem Lebensgefährten, dem Herrn Volland? Mhm, ja. Ja, und die Festplatte auch? Ja, die ist auch von ihm. Gut, die würden wir ganz gerne sicherstellen, weil die unsere Techniker auswerten müssen. Sie kriegen aber auch ein Protokoll darüber, keine Sorge, ja? Okay. Und Sie kriegen den Laptop auch wieder, hm? Kommt alles wieder zurück. Mir ist gerade total schlecht. Ich weiß gar nicht, wenn die jetzt wirklich was auf Hendriks Laptop finden. Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Erstmal abwarten. Ganz ruhig bleiben. Hm? Bereits 2 Stunden später wird Cora aufs Polizeipräsidium bestellt. Denn bei der Auswertung von Hendriks Laptop haben die Beamten eine schockierende Entdeckung gemacht. Rechtsanwältin Helga Nachtigall steht Cora zur Seite. So. Und warum ich Sie hier vorgeladen habe, ist folgender. Was haben Sie Verdächtiges gefunden? Wir haben Bilder auf dem Laptop von Herrn Henrik Volland gefunden. Was für Bilder? Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Aber es handelt sich hier um Bilder von nackten Kindern. Ja, aber das kann nicht sein. Henrik ist doch nicht pervers. Können wir die Bilder sehen? Ja, natürlich. Kommen Sie doch rum, bitte. Ich muss euch zeigen. Die Auszüge. Bild 1, schon mal damit an. Bild 2. Ich kann es mir nicht anschauen. Ja, das kann ich verstehen, trotzdem. Frau Schadow, ist alles in Ordnung mit Ihnen, Frau Schadow? Frau Schadow. Hallo. Komm, setzen Sie sich bitte mal hin. Ganz ruhig. Setzen Sie sich mal hin. Kommen Sie. Auf den Stuhl am besten. Möchten Sie etwas trinken, ein Glas Wasser, Kaffee, kann ich was irgendwas anbieten? Ja. Ja. Atmen Sie mal tief durch. Das sind ja jetzt keine pornografischen Bilder. Sie weisen allerdings darauf hin, dass Ihr Freund vielleicht pädophile Neigungen hat. Also tut mir sehr leid, Frau Schadow. Und auch für Amelie. Leider erleben wir es immer öfter, dass die Täter aus dem Umfeld, aus dem engen Umfeld der Familie kommen und die Partnerin davon gar nichts wissen. Bitte schön. Und ich habe ihn auch immer noch in Schutz genommen. Und wie soll ich es Amelie erklären, dass ich sie nicht beschützen konnte? Frau Schadow, Sie haben alles getan, um diese Missbrauchsvorwürfe mit aufzuklären. Also Sie müssen sich überhaupt keine Vorwürfe machen. Sie sind jetzt hier nicht schuld. Und warum haben Sie uns noch herbestellt? Ja, wir haben Henrik Volland aus der Schule abgeholt. Er wird seit einer Stunde hier in diesem Revier verhört. Er behauptet felsenfest, mit den Bildern gar nichts zu tun zu haben, dass eventuell ein anderer die hochgeladen hätte. Ist das technisch möglich? Das ist die Frage an Frau Schadow, ob bei Ihnen zu Hause das WLAN, also das kabellose Internet, passwortgeschützt ist oder nicht. Ich kenne mich mit Computern überhaupt nicht aus. Das hat alles mein Ex-Mann Steffen gemacht. Der hat vor 4 Jahren das WLAN neu installiert. Ich habe keine Ahnung. Gehen Sie jetzt vielleicht davon aus, dass der Laptop von außen manipuliert wurde eventuell? Ja, das müssen wir noch prüfen. Aber letztendlich müssen wir alle Hinweise nachgehen, auch die, die entlastend sind. Hm. Mir wird jetzt zu viel. Ich brauche frische Luft. Okay, dann danke ich Ihnen recht herzlich, Herr Walter. Bis zum nächsten Mal, ja? Wir telefonieren. Gut. Danke. Wiederhören. Ich werde diese schrecklichen Bilder nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Ich habe 1 Jahr mit einem Pädophilen unter einem Dach gelebt und habe es nicht einmal gemerkt. Und vor allem, wie konnte ich Henrik noch Amelie anvertrauen? Have you ever been lost in a different world? Für die alleinerziehende Mutter bricht eine Welt zusammen. Cora macht sich selbst große Vorwürfe, als Mutter versagt zu haben. Aber auch ihre Wut auf Henrik wird von Minute zu Minute größer. Als der 36-Jährige nach seinem Verhör aus dem Präsidium kommt, bricht es aus Cora heraus. Fass mich nicht an! Was ist los?
Du Mistkerl, ey. Du glaubst doch nicht, was du da eben gesehen hast. Ey, was ich hast bin du unschuldig. Amelie angetan? Nichts hab ich ihr angetan. Hast du von ihr vielleicht auch Nacktfotos gemacht? Natürlich nicht. Glaub mir, ich bin unschuldig. Du musst mir glauben, ich war das nicht. Und weil du ja so normal bist, ne, hast du ja auch Bilder von nackten Kindern auf deinem Computer. Ein Jahr, über ein Jahr sogar. So normal bist du. Hab ich doch gesagt, ist nicht von mir. Ich möchte dich nicht mehr sehen. Das ist nicht von mir. Ich will dich nicht mehr sehen. Halt dich einfach von uns fern. Lass mich einfach in Ruhe. Komm, sehr schade. Ich werde versuchen, jetzt ganz schnell einen Termin bei einer Kinderschutzorganisation zu bekommen und hoffe sehr, dass Amelie mit Hilfe einer Kinderpsychologin selbst diesen Kindesmissbrauchsverdacht aufklären kann. In Berlin soll Cora Schadows Tochter Amelie sexuell missbraucht worden sein. Hauptverdächtiger ist Coras Lebensgefährte Henrik Volland, der jedoch seine Unschuld beteuert. Rechtsanwältin Helga Nachtigall trifft sich mit ihrer Mandantin in der Kinderschutzstelle, bei der Amelie nach der Inobhutnahme durch das Jugendamt nun seit 3 Tagen lebt. Hier wird die 8-Jährige heute von einer Kinderpsychologin befragt. Na, wie geht's heute? Nachtigall? Ja. So, es ist leider. Ja toll, das zu verkraften, nee. Ne? Ich geh mal vor. So, und was gibt's Neues? Also, ich war gestern mit der Amelie bei der Kinderärztin. Ja. Und die Kinderärztin hat zu mir gesagt, dass Amelie rein körperlich nichts fehlt. Also, es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie vergewaltigt worden ist. Ja, das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Hm? Ja, aber kann es vielleicht sein, dass sich alle geirrt haben und es ist nur ein Missverständnis? Das werden wir ja sehen und werden wir jetzt von der Kinderpsychologin vielleicht auch hören, was da wirklich passiert ist. Aber Fakt ist ja eins, dass sexueller Missbrauch ja nicht gleich Vergewaltigung ist. Also. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass das Henry gewesen sein soll. Ich meine, ich bin ja nicht nur für mich mit ihm zusammengezogen, sondern ich habe es ja auch für Amelie gemacht, dass sie wieder eine Vaterfigur in ihrem Leben hat. Sie haben nichts falsch gemacht, Frau Schadow, glauben Sie es mir. Das konnten Sie nicht vorhersehen, was da passiert ist eventuell. Und das machen sich keine Vorwürfe. Ist alles in Ordnung, hm? Hallo. Hallo, Frau Dommel. Hallo, Frau Dommel, grüße Sie. Aha, na gut. Kinderpsychologin Mia Feldmann spricht mittlerweile seit fast 2 Stunden mit Amelie. Cora und die Rechtsanwältin hoffen, dass durch die Befragung endlich die Wahrheit ans Licht kommt und die 8-Jährige wieder nach Hause darf. Na, Schatz, alles okay? Okay. Geh mit der Frau mit. Na, kommen Sie mal. Und was ist jetzt mit Amelie? Kommen Sie mal bitte erstmal rein. Ich möchte jetzt wissen, was mit meiner Tochter ist. Was hat sie gesagt? Ich habe leider keine gute Nachricht für Sie. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich kurz hinsetzen. Wie, keine gute Nachricht? Was ist los mit Ihnen? Amelie hat mir gerade im Gespräch mitgeteilt, dass ihr Lebensgefährte sie angefasst hat, obwohl sie das nicht wollte. Heißt es jetzt, Henrik hat meine Tochter sexuell missbraucht? Was Konkretes hat Ihre Tochter leider nicht gesagt. Auf jeden Fall das, was er mit ihr gemacht hat, war gegen ihren Willen. Ganz oh mein ruhig. Gott, ich blöde Kuh, hab das nicht gemerkt. Das kann nicht sein. Ich hab das die ganze Zeit nicht gemerkt und der lebt mit mir unter einem Dach. Wie kann das nur so was meinem Kind antun? Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich meiner Tochter helfen? Frau Schadow, was Ihre Tochter jetzt auf jeden Fall braucht, ist Ihre Nähe und Ihre Fürsorge. Und auf gar keinen Fall darf sie mehr Kontakt zu ihrem Lebensgefährten haben. So verstört, wie ihre Tochter im Moment ist, ist es meines Erachtens das Beste, wenn sie jetzt eine Therapie macht, damit sie ihr Trauma so schnell wie möglich verarbeiten kann. Sie können uns sicherlich einen Therapeuten nennen oder mehrere. Ja, ja. Ich werde Ihnen eine Liste zusammenstellen, die schicke ich Ihnen dann per Post zu. Okay, dann und dann bekommen Sie auch das vorläufige Gutachten, das ich auch der Polizei schicken werde. Gut, danke. Okay, dann weiß ich Bescheid. Danke, Frau Feldmann. Ja, kommen Sie, wir gehen, Frau Schadow. Kommen Sie. Dankeschön. Na, mein Schatz. Warum weinst du denn? Ist alles okay, mein Schatz. Ich verspreche dir, dir wird niemand mehr was antun, okay? Wann kann ich wieder nach Hause? Ganz bald versprochen, okay? Ich werde heute noch mit der Mitarbeiterin des Jugendamtes sprechen, ja? Und dann werden wir sehen, wie das geht mit dem Nachhause. Okay. Ich verabschiede dich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mach's gut, Amelie. Tschüss. Komm, Schatz. Lies noch ein bisschen in dein Buch. Zeig mal deine Mama. Genau, zeig's mir mal. Das ist ja wirklich eine schreckliche Geschichte, die sogar mir unter die Haut geht. Es ist offenbar so, dass der Lebensgefährte meiner Mandantin die Amelie tatsächlich sexuell missbraucht hat.
Bevor ich jetzt zum Jugendamt gehe, werde ich erst zur Polizei gehen und denen berichten, was die Kinderpsychologin erfahren hat von Amelie im Gespräch. Man muss sich vorstellen, dass der Herr Volland Lehrer ist und täglich mit Kindern zu tun hat. Das ist schlimm genug. Nach dem Gespräch mit der Kinderpsychologin fährt Cora sofort zu dem Berliner Gymnasium, an dem Henrik als Sport- und Erdkundelehrer arbeitet. Die 34-Jährige will den Peiniger ihrer Tochter zur Rede stellen und ihn mit Amelies Missbrauchsvorwürfen konfrontieren. Cora, was machst du denn hier? Ich komme gerade von der Kinderpsychologin. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie kurz draußen warten. Sicher, wir klären das gleich, ja? Erklär noch mal, was passiert. Ja, ich war mit Amelie heute bei der Kinderpsychologin. Die hat gesagt, du hast sie angetatscht. Du weißt doch, nein, das würde ich niemals tun. Das stimmt nicht. Willst du jetzt damit sagen, dass die Amelie lügt oder was? Jetzt glaub mir doch, nein. Vielleicht hat die Psychotante hier irgendwas eingeredet. Also, ich hab so die Schnauze voll von deinen miesen Ausreden. Ich werde dafür sorgen, dass du dein Lehramt nicht mehr ausüben darfst. Ich werde dich vor Gericht zeigen. Cora, jetzt ich warte die Schnauze bitte. So Lass uns voll. Vernünftig darüber reden. Nein, ich habe keine Lust mehr zu reden. Du weißt doch, ich liebe dich. Ich würde das niemals machen. Warte. Du liebst mich? Du hast mich doch nur benutzt, damit du an die Amelie rankommst. Von wegen Liebe. Ihr seid wie eine Familie für mich. Nein, jetzt warte. Lass mich einfach in Ruhe. Du wirst mich und Amelie nie wiedersehen. Cora, jetzt warte doch. Und den Mann habe ich mal geliebt. Wie konnte ich ihm nur vertrauen? Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich irgendwie, dass die Amelie das alles verarbeiten kann. Cora informiert umgehend ihren Ex-Mann Steffen über das Ergebnis der kinderpsychologischen Befragung. Da Henrik noch am gleichen Tag aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, darf Cora ihre Tochter am nächsten Tag wieder zu sich nach Hause holen. Doch vor Amelies Schule macht die Alleinerziehende eine schockierende Beobachtung. Lass mich in Ruhe, ich will nicht mit ich möchte dir mich reden. Nur mit Henrik, lass Aua, sofort Amelie in Ruhe. Lass sie los. Du verstehst das ganz falsch. Ich wollte mich nur mit ihr unterhalten. Amelie möchte aber nicht mit dir reden. Du hast uns schon genug angetan. Komm, ich wurde von der Schule suspendiert, ja? Und euch bin ich jetzt auch los. Ich möchte doch nur wissen, wieso die denn sowas behauptet. Das ist doch eine Lüge. Hau ab, sonst hole ich jetzt die Polizei. Hey, was soll ich denn? Wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Geh einfach. Ich kann es nicht fassen, ey. Jetzt lauert der schon Amelie an der Schule auf. Was soll ich bloß machen? Am besten, ich spreche gleich immer mit meiner Anwältin. Komm, Schatz, wir gehen. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Der Vorfall an der Schule hat Cora erneut sehr zugesetzt. Sie ist froh, dass Rechtsanwältin Helga Nachtigall am Nachmittag vorbeikommen will, um zu besprechen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, Amelie vor einem erneuten Übergriff zu schützen. Hallo. Mama, eine Frau. Hallo, Amelie. Hallo, oh. Frau Nachtigall. Ich grüße Sie. Hallo, Tag, Amelie. Ich gehe mal. Na, Tag, Frau Schade, grüße Sie. Ich bin total fertig. Ich meine, der hat ja in der Schule aufgelauert. Was kann ich denn da machen, dass das nicht mehr passieren kann? Möchten Sie einen Tee trinken? Ja, gerne. Also wir können natürlich beim Gericht ein Annäherungsverbot beantragen. Das würde bedeuten, dass der Herr Schadow sich in einem bestimmten Umkreis der Amelie nicht mehr nähern darf. Und wenn er dagegen verstößt, dann würde das eine empfindliche Geldstrafe bedeuten für ihn. Mama, ich habe für dich ein Bild gemalt. Ach, danke, mein Schatz. Das hast du aber schön gemalt. Bist du jetzt nicht mehr sauer, weil ich mit Henrik geredet habe? Ach, Schätzchen, ich war doch niemals sauer auf dich, das weißt du doch. Das ja, darf ich mal sehen, das ist ja ein richtig tolles Bild. Ha? Du bist ja eine richtige Künstlerin, was ist los? Lassen Sie mich, niemand darf mich anfassen. Nur Mama und Papa, es ist verboten, hat mir Papa gesagt. Niemand darf dich anfassen? Und wer ist niemand oder gar niemand? Henrik darf mich auch nicht anfassen. Ich Aha. geh spielen. Was war denn das jetzt? Das ist aber sehr eigenartig. Ich kann mir das jetzt auch nicht erklären. Also, das höre ich jetzt das erste Mal von ihr. Also das Kind malt hier ein Bild, da gehört Henrik zur Familie und sie macht da Herzchen drüber und dann darf Henrik sie nicht anfassen. Was soll das jetzt? Ich verstehe das jetzt auch nicht. Also ich kann mir das jetzt auch nicht erklären. Früher durfte Henrik Volland das Kind ja anfassen. Henrik, der hat sie behandelt, wie wenn es seine eigene Tochter ist. Ich meine, natürlich, wie halt der Vater seine Tochter behandelt, auf den Schoß nehmen, streicheln. Ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also darüber, Frau Schade, muss ich noch mal nachdenken. Das hier stimmt jetzt was nicht. Hm. Das finde ich sehr eigenartig. Ich melde mich bei Ihnen. Ich nehme das Bild mit, ja? Ja, okay. Gut. Okay. Danke, Frau. Ja, tschüss. Ich finde raus. Tschüss.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Herr Volland Amelie sexuell belästigt oder sogar missbraucht hat. Aber nach dem Bild, das Amelie jetzt gemalt hat und was sie erzählt hat, macht mich das schon sehr stutzig. Ich werde jetzt zur Polizei gehen und werde mir mal die Bilder auf dem PC angucken, die Nacktfotos von den Kindern. Vielleicht erfahre ich dann doch etwas mehr. Nach dem Besuch bei ihrer Mandantin fährt Helga Nachtigall sofort aufs Polizeipräsidium, um die ausgewerteten Daten und Fotos von Henriks Laptop zu überprüfen. Die Anwältin will sichergehen, dass die Polizei tatsächlich den wahren Täter im Visier hat. Die sind ja alle an einem Tag heruntergeladen worden. Und genau einen Tag, bevor der Laptop beschlagnahmt wurde. Finden Sie das nicht merkwürdig? Nee, wieso? Ja, weil ein pädophiler Mann doch sicherlich Nacktfotos nicht nur an einem Tag herunterlädt, sondern an mehreren Tagen. Vorher, nachher, also Das sind definitiv die einzigen Bilder, die wir auf diesem Laptop gefunden haben. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass eine fremde Person sich in den Laptop gehackt hat und die Bilder heruntergeladen hat? Nein, außerhalb der Wohnung von Frau Schauder ist das gar nicht möglich. Und zum anderen ist es ein drahtloser Internetzugang und der ist passwortgeschützt. Dementsprechend ist auch Herr Volland für mich der Einzige, der in Frage kommt. Und wenn jemand das Passwort kennt, wissen Sie denn, wann das Passwort zuletzt geändert wurde? Ach, da müsste ich mal nachschauen. So. Das war im September 2010, dementsprechend vor 4 Jahren. Das ist interessant. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie Sie mir jetzt geholfen haben. Es gibt nur eine Person außer Herrn Volland, der das Passwort kennt, und das ist Herr Schadow. Er hat vor 4 Jahren das Passwort selber eingerichtet und es wurde seitdem nicht geändert. Vielleicht hat er sich in den Laptop gehackt und ich werde jetzt prüfen, ob es außerhalb der Wohnung überhaupt möglich ist. Ist Henrik doch unschuldig? Die Rechtsanwältin will das mit Coras Hilfe herausfinden. Helga Nachtigall hat ihre Mandantin gebeten, das WLAN-Passwort herauszusuchen und will nun beweisen, dass der Zugriff auch außerhalb der Wohnung möglich ist. So, bitte sehr, sind wir drin? Das ist ja der Wahnsinn. So einfach geht es. So einfach geht das. Jemand, der das Passwort kennt, der kann hier sofort, auf wo er auch immer hier unten steht und liegt, sich bei Ihnen oben einwählen. Ihr Ex-Mann hat vor 4 Jahren das WLAN eingerichtet. Ja. Und das Passwort ist seitdem nicht geändert worden. Ja. Ihr Ex-Mann kennt demzufolge das Passwort. Mhm. Ja? Kennt sich Ihr Ex-Mann mit Computern aus? Ja, meinst? Ja, natürlich. Ich meine, der hat bei uns die ganzen Computersachen gemacht. Also, mhm. Weil ich habe ja davon keine Ahnung. Ich meine, der hockt in seiner Freizeit ständig vor dem Computer. Mhm. Das bedeutet, dass er ohne weiteres in der Lage wäre, dass er auch Nacktfotos auf den PC von Herrn Volland laden konnte. Aber warum sollte er das machen? Das verstehe ich nicht. Aus Eifersucht? Können Sie sich das nicht vorstellen? Ja, ich meine, der hat doch seit einiger Zeit eine Freundin und gut, zwischen Henrik und Steffen, das war nie große Freundschaft, aber es war okay. Aber der war doch bei der Polizei auch gar nicht in Verdacht, das verstehe ich nicht. Ihr Ex-Mann wurde deshalb nicht verdächtigt, weil Amelie ja Herrn Volland als den Täter benannt hat. Und außerdem waren ja auf dem PC von Herrn Volland die Nacktfotos. Und deshalb war ja Ihr Ex völlig raus. Also das, wenn er wirklich war, ja, reiße ich ihm den Kopf ab. Kann ich verstehen. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt in sein Geschäft. Ist er denn jetzt da? Könnte das sein? Ja, der müsste jetzt da sein. Na, eigentlich. Dann fahren wir. Ja, da fahren wir sofort hin. Das will ich jetzt unbedingt wissen. Und dann konfrontieren wir ihn mit dieser Sache. Und dann wollen wir doch mal sehen, was er dazu sagt. Okay, machen wir das. Gut. In Berlin glauben Rechtsanwältin Helga Nachtigall und ihre Mandantin Cora Schadow eine gemeine Intrige aufgedeckt zu haben. Coras Ex-Mann Steffen soll kinderpornografische Fotos auf den Laptop ihres neuen Lebensgefährten Henrik Volland hochgeladen haben, um ihn zu belasten. Die Anwältin und ihre Mandantin wollen Steffen mit ihrer Vermutung konfrontieren. Ich bin Rechtsanwältin Nachtigall, guten Tag. Ich bin die Anwältin Ihrer Ex-Frau. Was geht's denn bitte? Ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Sie kennen sich ja mit PCs aus. Und ich behaupte jetzt mal, dass Sie in der Lage sind, auch auf fremde PCs irgendwelche dubiosen Bilder hochzuladen. Schwachsinn, das ist mein Beruf, was Sie hier... Passen Sie auf, Herr Schadow. Die Amelie hat uns heute erzählt, dass Sie, sag ich mal, beeinflusst haben und ihr gesagt haben, sie darf nur von Mutter und Vater angefasst werden. Also von Henrik Volland nicht. Das ist ja wohl normal. Von fremden Leuten sollte sie auch nicht angefasst werden. Ja, so fremd ist der Herr Volland ja schließlich nicht mehr. Dadurch, dass Sie Amelie in dieser Art und Weise manipuliert haben und dann die Nacktfotos auf den PC von Herrn Volland geladen haben,
Habt ihr welche Pillen geschluckt oder was? Moment, kam dann so ein Missbrauchsverdacht auf. Und dann, ja, dann wurde er wegen Pädophilie verdächtigt. Und wissen Sie, also irgendwie ist das nicht so toll. Hä? Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ja, das ist mir klar. Das ist mir klar, dass Sie das nicht wissen. Jetzt zeige ich Ihnen mal hier ein wunderschönes Bild. Das hat Amelie gemalt und Sie sehen, über dem Kopf von Hendrik hat sie auch Herzchen gemalt. Und das würde sie nicht tun, wenn sie von ihm missbraucht worden wäre. Wird Ihnen jeder Psychologe erzählen. Aber das ist nur eine Kinderzeichnung. Das hat doch gar nichts zu bedeuten. Das bedeutet schon was. Davon können Sie mal ausgehen. Ich lasse mir doch nicht hier irgendwas vorwerfen. Herr Schadow, Sie sind sich schon darüber im Klaren, dass Sie sich strafbar gemacht haben, ja? Kann ich das jetzt mal so in den Raum stellen? Dass Sie wissen, dass das eine Straftat ist, was Sie gemacht haben? Die Polizei, die das ja alles schon weiß, die wird also kommen und wird Ihre Hardware und insbesondere Ihr Smartphone... Polizei? Mein Smartphone habe ich verloren. Ja, doch. Ja, gestern im Café hast du es aber noch gehabt. Komisch, oder? Jetzt auf einmal verloren, oder was? Kommen Sie, Herr Schadow, jetzt geben Sie das zu. Das ist alles jetzt schon so erdrückend, die Beweise. Sie kommen da nicht mehr raus. Das kann Ihnen jetzt helfen, wenn Sie das jetzt zugeben. Auch vor Gericht nachher, für die Strafe. Schatz, ich hab's nur gemacht. Fass mich nicht an. Was, Schatz? Ich wollte, dass wir wieder eine Familie gründen können. Verstehst du, was ich meine? Sag mal, bist du total bescheuert? Wie kannst du das unserem Kind antun? Ey, hör mir doch mal zu. Du tust sie für deine fiesen Intrigen missbrauchen. Oh, ich habe vor 4 Wochen mit meiner Freundin extra Schluss gemacht. Nur damit ich es vielleicht mit dir wieder probieren kann. Wir haben keine Familie mehr miteinander. Ich habe eine neue Familie. Und die hast du gerade versucht kaputt zu machen. Und hast es auch noch fast geschafft. Cora, ey, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und die Amelie wirst du auch nicht mehr sehen. Vergiss es. Cora! Wie kann der das der Amelie und mir nur antun? Und wie konnte ich nur Hendrik nicht glauben? Hoffentlich kann er mir verzeihen. Es ist schon schlimm genug, wenn ein Vater seine Tochter benutzt, um eine glückliche Patchwork-Familie auseinanderzubringen. Ich hoffe sehr, dass Amelie mit psychologischer Hilfe diese Geschichte schnell verarbeiten kann und die Familie wieder zusammenfindet. Zwei Wochen später leben Cora, Henrik und Amelie wieder zusammen und können das Leben als glückliche Patchwork-Familie wieder genießen. Amelie besucht mittlerweile 2-mal in der Woche eine Kinderpsychologin, um das Erlebte zu verarbeiten. Ey, ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Ja, das glaubst du gar nicht. Ich hab echt gedacht, ich verliere euch zwei. Aber jetzt ist alles gut. Ja. Aber es war auch echt blöd von mir, dich da zu beschuldigen und so. Ja, also, natürlich. Ich habe mich nicht toll gefühlt, aber, ja, aber das kann ich auch verstehen. Weißt du, mir tut es auch voll leid und so. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das zutrauen konnte. Keine Ahnung. Aber du hast die Bilder auf dem Laptop gesehen, du hast von allen Seiten Wurzel belabert. Ich kann nicht verstehen. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt sind wir wieder zusammen, ne? Wann kommt ihr denn endlich mal ins Wasser? Ja, Schatz, jetzt? Wir kommen. Komm. Du willst schwimmen lernen, ne? Ja. Ich bin so froh, dass ich das alles geklärt habe. Endlich habe ich meine kleine Familie wieder. Und vor allem, dass der Amelie nichts passiert ist. Aber in Zukunft werde ich viel mehr darauf achten, wie sie sich verhält. Wenn irgendwas ist, dass sie auch über alles mit mir redet. Und ich bin jetzt einfach nur noch glücklich, dass wir Hendrik wieder haben. Steffen ist unter anderem wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften, falscher Verdächtigung und Verleumdung zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt worden und muss Hendrik ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 Euro zahlen.